Wärme. Jetzt hör auf, hier mit Sicherheit, Schutz. Was? Als nächstes kommt Investition. Ja. Und dann, genau. Dann hast du wirklich die Antworten aus Vorder zitiert. Auf jeden Fall. Cool. Ich bin super. Schon wieder Sims 2 Mucke. Ich höre hier so Ballmusik, nenne ich es mal. Oh, ich brauche Blumen. Oder Büsche oder sowas. Nicht wundern, dass hier so Kacke in der Luft hängt. Ich bin am Gerüst bauen. Da hängt Kacke in der Luft. Wie du dich freust, ey. Ja, also keiner redet und du lachst die ganze Zeit. Hört auf, ich krieg sonst wieder Lachflash. Ja. Genau das wollten wir erreichen. Ja. So. Er kommt aber nicht mehr feierlich. Ich noch irgendwie Kacke im Inventar? Nö. Kies, 17 Stück, warum auch immer. Hab ich irgendwas Sinnvolles, was doch, ich da reinpacken kann? Oh, das sieht hübsch aus. Oh. Aber nicht so hübsch, dass ich es lassen würde. Komm mal raus, ihr kleinen Schweinchens. So. Was ist das für eine Plattform? Das ist Nikas. Was? Achso, ja, das ist mein Balkon. Für das eventuell folgende Haus. Ja. Okay. Wenn es nachher scheiße zusammen mit dem Turm aussieht, ist es nicht mein Problem, ne? Ja, deswegen warte ich ja erstmal, bis du deinen Turm gebaut hast. 2, 3, 4, 5, 6. So. Haben wir irgendwo einen Sumpf in der Nähe? Weiß das einer? Eigentlich hätten wir. Ich hab keine Ahnung. Ah ja, hier hinten, ne? Bei der Pferdewiese, ne? Ich weiß das gar nicht so genau. Eigentlich haben wir einen in der Nähe. Eigentlich haben wir alles in der Nähe. Das Schöne am Turm ist ja, den muss ich ja noch nicht mal komplett aufbauen. Den muss ich ja nur anfangen aufzubauen, dann sieht das schon geil aus. Okay. Das hatte ich ja mit meinem Kristallturm, den ich irgendwann mal aus Diamanten gebaut habe. Da hatte ich das ja auch. Ich habe den angefangen zu bauen, das sah einfach so geil aus. So wie als ob man in so einer Fantasy-Welt rumläuft und dann ist da irgendwie so. Hat irgendeiner gesagt, hey, bau mir einen Turm hin, aber die Bauarbeiten wurden vorher eingestellt. Aber das sieht trotzdem so nach jahrelanger Arbeit aus. Und nach ordentlich Sklaventreiberei. Nein, ist so dunkel, ich geh schlafen. Warte mal. Ja. Ach komm, ja, dann gehe ich halt auch schlafen. Ja, ich will nicht, dass die Creeper mir das hier alles wegsprengen. Mal wieder. Ja, mal wieder. Den ersten halben Tag der Bauarbeiten habe ich ja damit verbracht, Löcher zu stopfen. Ich schlafe. Und ich muss pinkeln von den scheiß Cocktails. Aber wie, ne? Du hast jetzt so alle, genug Zeit. Oh, einmal. Zu Ende, zu spät. Nacht ist vorbei, ne? Ja. Ja. Das ging jetzt so schnell. Wenn du hier am Weg steht, kannst du es packen und einfach woanders hinbauen. So. Aus was baue ich den Boden eigentlich? Weiß ich nicht. Vielleicht Fichtenholz? Oh ja, Fichtenholz ist hübsch. Sind wir absolute Fans von uns geworden? Wir sind absolute Fans von uns geworden. Genau, ich packe dir hier auch mal ein bisschen Holz rein, lass ein bisschen Auswahl. Also ein bisschen mehr. Die Treppen habe ich da. Seit wann ist hier eine Schlucht? Oh, hier ist Schlucht. Sumpf. Also ich würde sagen, wir müssen unsere Map mal wieder neu, wie heißt das, neu erforschen. Ja, hier ist so, es war eine kleine, aber es ist eine Schlucht ist Schlucht. Ja. Und ich beide rum. Da hängt ganz viel Kohle drin in der Wand. Wie viel habe ich jetzt? 10, das reicht. Ich würde ja gerne so ein Aquarium dahin machen, aber es gibt ja leider keine Fische, die man da reinsetzen könnte. Ja, es wird ziemlich stylisch aussehen, finde ich. Eigentlich schon, ne? Du nimmst ein großes Aquarium an der Wand? Ja. Clownfisch, mochte ich. Weil man könnte hier noch so viel machen und eigentlich das Einzige, was jetzt auch noch wirklich fehlt, ist diese Unterwasserwelt.
Weißt du, so an der Oberfläche ist ja schon ziemlich viel, aber unter Wasser ist ja immer gar nichts. Ja, so Korallenriffe oder so, das wäre total geil. Das wäre richtig geil. Ja. Also so Wasserblumen und hast du nicht gesehen. Ja. Also ihr wollt den Boden aus, Fichtenholz ja, dann brauche ich sehr viel Fichtenholz. Also ein bisschen was habe ich dir schon hingepackt. Wenn du möchtest, kannst du auch eine Axt haben. Ich? Axt? Nee, komm. Du weißt gar nicht, wie lange ich hier beschäftigt bin, nur Steine über dein Wasser stapeln. Ich muss hier aber trotzdem noch Glowstone reinmachen. Blumen habe ich jetzt auch nicht mitgenommen. Wird das schon wieder dunkel? Ich glaube, das kommt dir nur so vor. Die Sonne geht wirklich langsam runter. Ernsthaft? Ich bin aber nur kurz zum Sumpf gelaufen und dann zum Haus. Weilchen hat sie noch, aber... Geht doch gar nicht, ey. Mann. Ich hab Hunger. Jetzt in echt oder im Spiel? Alles. Oh Mann. Ja, hier, guck mal, Büsche nehme ich auch mal mit Eichenlaub. Kaktus. Kaktus will ich nicht allein. Zuckerrohr. Also bisher bin ich hier alles mit Erde am Auffüllen, was zu niedrig ist. Das sieht aber sehr bescheiden aus. Okay. Dann müssen wir uns nachher was überlegen. Weil ich ziehe jetzt erstmal sozusagen die Außenlinien. Weißt du, ob wir Treppen haben? Ja. Ich kann gucken. Ich stehe ja hier direkt daneben. Gut, ja, wir haben zwei Stacks, 2,5 Stacks Kobbeltreppen. Okay, die hole ich mir nachher. Ja. Okay. Ah. Yay, der Übergang ist gleich fertig. Ein Fix? Ich mache hier auch Lampen, wollte ich hier hinbauen. Ich weiß noch nicht, ob ich. Ich weiß nicht, wie diese Tageslichtkondensatoren funktionieren. Also, ich weiß, wie sie funktionieren. Ich würde gerne welche einbauen, dass die halt nachts nur leuchten und tagsüber nicht. Das wäre ziemlich episch. Oder? Mhm. Bestimmt. Oh, toll, darf ich die Ebene hier einen höher setzen? Na, jetzt ist es ruhig. So. Licht. Ich erde hier, ja. Gut. Das wäre jetzt ein bisschen hässlich. Irgendwann müssen wir hier nochmal Erde hinmachen. Was ich gerne machen würde, wäre hier so noch so ein Blumenkasten rein. In die Wand. So. Dann kommt da Erde hin. So, warte mal. Muss ich gucken, wo der Eingang ist hier eigentlich. Ah, da hinten. Hätte ich mal mit einem riesengroßen Kackstift markieren. Puh, für mich. Oh Mann, ey. Bam, Fackel drauf. Was, der ist mal voll den Krach. Ich hab mich jetzt gerade voll erschrocken, ey. Das war voll die scheiß Lache eigentlich gerade. Ja, wir sind sozusagen Peter Griffin. Ja. Oder weißt du noch hier Joko und Klaas? Kann man Zuckerrohr wirklich nur auf Sand bauen? Weiß ich nicht, in älteren Versionen ging das auch auf normalen. Ja, jetzt geht es aber nicht auf Erde. Oder muss das immer neben Wasser stehen? Es muss immer neben Wasser stehen. Zombies? Was Ähnliches. Nike und Tani ist viel schlimmer. Ja. Aber ist nicht so schlimm. Ich kann ja hier auch Wasser hin tun. Stört ja keinen. Always believe.
Oh, wir können auch wieder so ein geil. Weißt du noch, im Hotel, der Boden? Der so an der Wand war? Der Boden, der an der Wand war? Ja, der direkt an der Wand war und unten von unten mit Glowstone beleuchtet war. Weiß ich nicht mehr. Ja, war so richtig cool. Da warst du kurz essen und ich hab den schnell gebaut. Weiß ich nicht mehr. Kackendumm. Du bist kackendumm. Nein, du bist kackendumm. Du bist dumm dabei. Als wenn du nicht kacken müsstest. Nee. Dumme Nuss. Ich muss pinkeln, aber nicht kacken. Ja, geh doch kurz pinkeln. Nein. Nee, du bleibst ja auch, das ist ein bisschen schlecht. Ja, siehst du? Das wäre dumm. So, Wolfdrop essen. Bei Stein zurück? Oh, nee, Stein. Treppen habe ich hier. Da, Treppen. Müsste das sein. Stein, Ziegel, Kobbel. Ich bin so schlau. Erst baue ich hier alles hin und dann reiße ich wieder alles ab. Oh, ich hoffe, ich mache das hier alles richtig. Ich brauche ganz viel Erde. Das wird schlimmer. Wenn ich es nämlich nicht richtig mache, dann ist Kacke. Ja. Alter, ich leere mal unsere Erdekiste ein bisschen. Mach das. Ich brauche nämlich Zunge. Den einen Hügel muss ich begradigen, weil der gerade total kacke sitzt. Nein, der ist nicht auf der Höhe von dem anderen Teil da von der Treppe da. Nein, wer ist denn das jetzt? Hier, das müssen wir noch ein bisschen zubauen. Falls es passiert, dass hier jemand mal wieder vorbeikommt, könnte er mir eine Speise mitbringen? Ja, ich habe noch ganz viele Steaks, wenn du möchtest. Yeah, ich stehe auf Steaks. Ich baue das jetzt hier erstmal unseren Geheimgang in den Keller, baue ich mal eben zu. Mhm. Einfach nur, um zu gucken, wie das aussehen würde, wie man, wenn man es tarnt und so. Ich wollte eigentlich mein Haus bauen, was baue ich eine Brücke? Ja, ist doch auch mal was. Ist immer was anderes. Stimmt eigentlich. Gar nicht mal so scheiße. Ja, sag ich doch. Also, habe ich nicht gesagt, aber du weißt schon. Komm, Fabi, ich teile mit dir meine Steaks. Ich pack sie dir in die Kiste. Nicht, wenn ich dich vorher abfangen kann. Ah, oh nein. Ich baue das hier später wieder weg. Bitteschön. Danke. Wie in der Werbung, der Hund. Ja. Ja. Genau so. So. Manu, ich will nicht, dass der Hammer zu sehen ist. Das so. Oh, ich muss die Erde ran klatschen. Perfekt. Warum bin ich noch nie da auf diese Idee gekommen? Ich will den Gottmodus haben. Kriegst du nicht. Scheiße. Ich würde gerade meine Arbeit um einiges erleichtern. Du willst dich erleichtern? Oh ja. Nicht hier. Aber irgendwie glaube ich, das klappt nicht, wie ich mir das vorstelle. Ja, Gottmodus wäre jetzt cool, weil dann könnte ich hochfliegen und gucken, ob ich irgendwo etwas vergessen habe. Schnell schlafen! Ach, ist schon wieder dunkel? Sagt mir das doch. Ich bin hier im Keller, ich sehe nichts. Ja, die Sonne geht runter. Ach so, ja. Aber die haben jetzt, glaube ich, auch Jahreszeiten eingefügt. Echt? Ja, mit längerer und kürzerer Nacht. Ach so. Scheiße. Ja. Ich kann nur nachts schlafen. Ah, jetzt kann ich schlafen. Ach toll, muss ich noch zwei Gänge. Genau, dann mache ich den Zaun. Kobbelzaun. Also Steinzaun. Ja. Bin ich mal gespannt. Ich baue mal den Keller fertig und dann komme ich mal zu euch. Und guck mal, wie weit ihr gekommen seid. Ich will nur nicht immer so oft kommen, weil dann kann man sich schon alles so vorstellen. Das ist viel interessanter, auch für die Zuschauer, wenn die einfach ein bisschen warten müssen. Welche Zuschauer? Ganz ehrlich, ich finde es auch mal... Oh, unsere 12 Abonnenten. Ja. Euch übrigens schöne Grüße von uns. Ja. Wir mögen euch. Ja, hoffentlich bleibt ihr immer gesund und munter. Und schaltet auch wieder ein. Was? Nein. Lass mal gucken. Nee, das sieht so kacke aus. Na gut, dann machen wir immer einen Zaun. 3, 2, 2, 1. 3, 2. Es wird eine sehr breite Brücke.
Weil alles andere scheiße aussehen würde. Ach nee, komm, ich geh in dem Lager. Wächst das Zuckerrohr auch, wenn es kein Licht bekommt? Weiß ich nicht. Weil ich habe sie jetzt im Keller hingestellt. Das sieht ziemlich cool aus. Müsst ihr später auch gucken kommen, wenn ich fertig bin. Wie die Bar unten im Keller aussieht. Es macht einfach irgendwie mal Spaß, so voneinander was zu machen. Und dann so hat uns später so den Effekt, weißt du? Genau. Weil wenn man alleine baut, dann kommt man manchmal auf Sachen, die man so gar nicht machen würde, wahrscheinlich. Mhm. Und man macht einfach und fragt gar nicht erst. Ja. Weil manchmal erklärt man dann und dann kann sich der andere einfach nicht vorstellen und denkt dann so, nee. Ja, wie ich mit dem Keller da. Weißt du noch? Ja, wo du erst so später. Ja. Ah. Puh. Und ich meine, allzu abgesprochen braucht das hier auch nicht sein, ne? Ja. Ich bin auch gespannt, was Nox baut. Ich habe ihn auf jeden Fall schon mal vorgewarnt und er meinte so, oh, ich kann aber nichts bauen. Und ich so gesagt, ich baue doch irgendwie so ein öffentliches Gebäude oder sowas. Ach guck mal, wir können jetzt Teppiche bauen, ne? Mhm. Dann, die Teppiche, die sahen auch so gut aus als Tischplatten. Genau. So mit eine Wolle. Auch als wenn da schon eine Tischdecke drauf ist. Hm. Aber wir haben nur weiße Wolle. Wie macht man die schwarz mit Tintensäcken, ne? Ja, wir haben auch noch Oktopäden da. Oktopäden? Oktopäden? Möchtest du etwa Oktopusse sagen? Ja. Das sind doch Oktopusse, die heißt doch nicht Oktopäden. Ich meine jetzt Oktopäden, oder? Ich kann doch gar nicht Oktopäden heißen. Bist du ein Oktopäde? Das klingt wie so ein Arzt. Ja, bin ich aber auch. Warte mal. Worauf? Gibt es das bei Google ein? Zahl von Oktopusse. Oh, jetzt bin ich Spitzhacke gut. Ach. Oh, ich ertrinke. Oh, es gibt sogar zwei. Geil! Hä? Oktopäden und Oktopusse sind beide legal. Oh, okay. So haben wir wieder etwas gelernt. Wissenswertes mit Tony! Irgendwas ist falsch. Ach nee, Oktopäden auch nicht, sondern Oktopoden. So war das. Fast. Sorry. Nah dran. Nah dran und doch vorbei. Achso, ich hatte doch schon alles. Mann. Steinzaun. Wollen wir gleich mal ganz kurz ein kleines Päuschen machen? Du brauchst eine Pinkelpause, ne? Ganz unbedingt. Also ich habe jetzt ja so mir verkniffen, aber... Okay, dann mache ich gleich noch mal ein paar Cocktails, wenn ihr möchtet. Ja, gerne. Ich muss unbedingt mal wieder ein bisschen stehen. Alter, mein PC hat sich ja aufgehängt. Okay, dann bis gleich. Bis gleich. Ciao, ciao.